Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier in der Metro. Hier lauert Gefahr, hat er gesagt. Aber anders als vorher. Diesmal ist er ja hier, um uns zu helfen. Ha. Hat er schon mal gesagt und dann waren wir voll am Arsch. What the fuck, Alter? Okay. Ist das die Mitte? Alle Straßen führen hierhin. Deshalb kommen sie nicht weg. Wer kommt nicht weg? Also. Sie sind hier. Zu lange. So viele. Und sie wissen, dass wir fühlen. Sie sind nicht tot. Es ist ihr Zuhause. Ja, dann lass gehen. Angst um ihr Zuhause. Angst vor dir. Sie kennen dein Volk. Ja, dann lasst mich einfach in Ruhe, Leute. What the fuck? Das geht's hier nicht weiter, oder was? Kommt! Schnell! Was? Ja, Kumpel, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Hier runter wahrscheinlich. Wow! Wind! Gefährlich! Wind gefährlich? Was? Alter! Okay. Nicht gehen, alles klar. Alles klar. Okay. Ich klebe die am Arschkleiner. Alter, was geht hier ab? Wo muss ich denn lang? Leute, ich lasse euch in Ruhe, ihr lasst mich in Ruhe, hä? Spürst du das auch, Archer? Keine Angst, ich bin ganz nah. Okay. What the f- Was zur Hölle? Ich will hier gar nicht bleiben, Mann. Störe sie nicht, Archon. Bleib in meiner Nähe. Die sollen mich nicht anfassen, Mann. Sie sind schon so lange hier. Es sind viele, aber sie sind alle einsam. Nur Furcht und Schmerz. Sie können nicht weg und wollen, dass jemand bei ihnen bleibt. Okay. Ja, ich habe leider keine Zeit. Fuck, Alter.
Kleiner Scheißer, wo muss ich lang? Hallo? Okay, also ich habe jetzt für mich gelernt, wenn wir die in Ruhe lassen, lassen die auch uns in Ruhe. Ist das richtig? Alter Schwede, was geht hier ab? Ich habe keine Ahnung, ob wir hier überhaupt lang müssen. Hm? Alter. Lasst mich in Ruhe. Ja. Das sind böse Leute. Viele. Sehr rot. Sehr rot, alles klar. Ich sehe keinen erstmal. Waffe auf dem Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt nochmal. Es ist Artyom. Ich helfe. Das sagst du so einfach. Nicht mehr. Angriff! Eliminiert ihn! Gib den Befehl aus! Alter, was? Das ist nett. Wir schießen schon wieder Armee-Munition, das ist mir aber gerade sowas von scheißegal. Du hattest deinen Job. Du hättest bei der Route Linie bleiben können. Wir hätten dich aufgenommen. Er hat das Schießen nicht verlernt, hä? Scheiße, Mann. Aber du musstest fliehen und dann genau hierher kommen. Manchmal solltest du dein bescheuertes Hirn auch benutzen. Oder wir müssen da rein irgendwie. Ich hätte dich völlig vergessen. Nicht so lange du lebst. Und ich auch nicht. Du wolltest es nicht so wie wir, wolltest dich uns nicht anschließen. Also wirst du hier einfach ins Gras beißen müssen. Mhm. Ich glaube, wir wechseln mal zu den Handgranaten. Also Artyom, das wird langsam langweilig.
Soldaten, erledigt sie! Angriff! Lasst uns unsere Kameraden! Alter! Beschlossen, hier aufzutauchen? Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Hier war doch noch einer. Mit so einer Maske, genau. Also Artyom, bist du ein Angsthase? Das ist anders als das Verbrennen hilfloser Mutanten. Hilfloser Mutanten hat mir sehr gefallen. Bitte. Also, bist du hergekommen, um es zu Ende zu bringen, oder was? Komm schon her! Komm schon, Artyom! Komm hier hin! Ich kann dich nicht mehr jagen, aber ich kann noch immer ein Loch... Artyom, du bist gut? Gut! Komm schon und bring es zu Ende! Er ist nicht nur... Kein Zorn, nur... Trauer? Ich verstehe nicht. Wieso Trauer? Ein Messer? Toller Junge. Ohne Furcht und Tadel. Pavel. Was zum Teufel ist das, hä? Du lässt die Bestie auf mich los? Was für ein Held! Okay. Der Test an der Oktyabrskaya war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen. Daher haben Sie, Genosse Morosov, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Feige Sau, Alter. Artyom! Was ist los mit dir, ha? Artyom! Entscheide! Du gehst! Du hilfst! Entscheide! Alter, das hat keiner verdient, Mann! Komm da raus! Das hat keiner verdient. Nicht so. Er wird leben. Das ist also Vergebung. Vielen Dank. Das werde ich mir merken. Das ist schön, dass du dir das merkst. Und wenn du dabei bist? Kannst du mir sagen, wo wir lang müssen? Ich find's übrigens schön, dass wir... Ah, jetzt können wir die Munition wechseln. Das habe ich die ganze Zeit versucht. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft.
Ja, alles, was wir gehört haben, ist, dass er einen schwachen Eingang gefunden hat. Aber wir wissen nicht, wo der schwache Eingang ist. Wir wissen nicht, wann die zuschlagen. Aber nein, ist okay. Ist okay. Hier durch. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte! Okay. Ich muss sehen. Nimm mal den Filter mit, der braucht den ja nicht mehr. Wenn wir den nicht angreifen, greifen die uns auch nicht an, oder? Das haben wir doch gelernt so, ne? Oder? Ich lass dich in Ruhe. Du lässt mich in Ruhe. Kein Alarm machen. Boah, krass, Mann. Im echten Leben erschrecke ich mich übrigens nicht so doll. Scheiße, hier geht's nicht weiter. Echt, das wäre der Weg hier. Das ist kein gutes Geräusch. Scheiße, Mann, Leute. Da hinten geht's lang. Alter, ich bin gerade so angespannt, ne? Was ist denn das? Ich kriege voll Schaden rein und ich kann mich halt nicht halten. Scheiße!
Man geht doch einfach weg. Blödes Kackvieh. Meine Fresse. Wir können uns nicht heilen, Mann. Ich weiß nicht, wo es lang geht und wir können uns nicht heilen. Das ist eine super Kombination. Aber hier rein. Was ist das denn? Was bist du denn? Wieder kein... Wir kriegen keinen... Heilzeug. Boah, das gefällt mir nicht. Das sieht wieder so aus wie so ein... Hier darfst du gegen einen Boss kämpfen. Ach komm, leck mich. Sie verschützt ihre Kinder. Pass auf! Ja, ja, ist cool. Nein! Geh doch einfach weg. Geh einfach weg. Ich will deine scheiß Kinder gar nicht. Deine Kinder sind cool. Hier geht's nicht raus für uns. Alter! Leute, das überleben wir nicht. Hier müssten wir durch, aber das wird sich wahrscheinlich erst öffnen, wenn... Wenn das tot ist. Aber ich glaube, vorher sind wir tot. Ja, danke. Sie verschützt ihren Rücken. Ist dort verletzlich. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Die kann doch einfach gehen.
Ist sie tot? Habe ich das Spiel gebuggt? Ja, ich würde sagen, wir laden mal den Checkpoint neu. So, Versuch Nummer 217. Liebe Leute. Sie beschützt ihre Kinder. Pass auf! Das ist mir scheißegal, ob die ihre Kinder beschützt. Ich werde das Ding jetzt einfach grillen. Peek. Ja, da guckst du, wa? Komm schon. Sie verschützt ihren Rücken. Ist dort verletzlich. Das ist der Way to go für uns. Wie viele andere Viecher das jetzt hier mittlerweile sind, aber irgendwie tut sich was. Und die rennt da durch und wir rennen hinterher, denn ich habe keinen Bock. Beschützt ihre Jungen. Ich will nicht immer alles töten müssen. Ich glaube, diesmal haben wir echt was Gutes getan. Mal ein kleiner Lichtblick hier. Was ist das? Moskau oder ist das hier Transsilvanien? Ich komm! Gott sei Dank bist du noch am Leben. Du hast deinen Freund mitgebracht. Moment, ist das? Artyom! Dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? Oh, so ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Der tut ja nichts. Eine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft.
Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Mein Volk, die sind drinnen. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen, wenn wir können. Da ist Tod. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Hey, wacht auf, ihr Bastard! Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Klingt doch nach einem fairen Deal. Er ist nicht alleine. Er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten. Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Moskwins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya und wir haben Moskwin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu erstellen. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskwin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus den Sachen teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskwin, was macht er denn für einen Unterschied?
Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Mir gefällt das irgendwie nicht. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Kornejew an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Mir gefällt das irgendwie gar nicht, ey. Das ist irgendwie, der Krieg ist unvermeidbar anscheinend. Gott. Hoffentlich klappt das. Das ist ja hier eine Friedensverhandlung. Aber die wollen ja angreifen während der Friedensverhandlung. Wir sind alle hier. Die Kommunisten, das Reich. Mann, Mann, Mann. Die Hanse. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Courage, Genossen! Es soll Frieden herrschen! Im Namen unserer Kinder! Sie sind ein Lügner! Komm, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wachen, schaffen Sie diesen Mann weg! Das Pavel. Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner, ihr seid dran! Alter, ich pass auf den Kleinen auf, wenn's mein Leben kostet. What the fuck? Genosse Mosquin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Okay. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die Sie darstellen. Und überwege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein. Sie müssen zuerst zuschlagen. Okay. Maxim, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Ey, jedes Mal, wenn einer hier in dem Spiel Wodka trinkt, wird er vergiftet. Maxim Leonidovich Moskvin wird hiermit zum neuen Generalsekretär der Partei gewählt. Glückwunsch, Genosse Moskvin. Okay. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir.
seine eigenen Fehler nie sehen, hm? Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Entschuldige. Entschuldige. Ah. Was? Was war ich... vor laut? Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Wo ist der Kleine? Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, ah, das Ende. Aber Sie sind der Anführer! Befehlen Sie es ihm! Seid verdammt! Rufen Sie die Truppen zurück! Halten Sie sie wenig! Hier können wir nichts mehr machen. Etwas Zeit, um Beeilung zu schließen. Schneller! Was für ein... Zum Bahnsteig! ...sind Sie! Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben! Mir nach! Alter, jetzt geht's los, Leute. Der letzte große Kampf. Das letzte Mal Zähne zeigen. Das letzte Mal beten. Das letzte Mal Abschied nehmen. Es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Fort zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Leute, jetzt gilt's. Aber wie das ausgehen wird, sehen wir in der nächsten Folge von Metro. Bis dahin, macht's gut.